Zum Auf- und Anwärmen würde ich vielleicht selbst mit einer Frage beginnen. Sie haben ja den Vortrag eines Bildungsphilosophen, eines Bildungshistorikers, eines auch glänzenden Bildungstheoretikers und, ob Sie wollen oder nicht, natürlich auch eines Bildungsbürgers gehört. Und gerade Bildung als Besitz oder als Zustand, Sie haben es auch als Prozess beschrieben, nämlich Bildung als Lebensform. Aber ich will auf den Zustand noch mal hinaus. Das wäre ja der Selige des Gebildetseins, den kein Gebildeter ernsthaft für sich in Anspruch nehmen könnte. Ist es nicht vielleicht so, dass Sie an einzelnen Stellen nicht nur von Bildung, sondern auch von Qualifikationen gesprochen haben? Oder einfach nur von Können, was ja vielleicht was anderes ist als Bildung. Also mal hatte ich das Gefühl, es geht um formale Bildung, mit der man sich behaupten kann, und mal ging es wirklich um Bildung, mit der man sich erklären kann, auch sich selbst gegenüber. Sie haben den schönen Satz gesagt, Bildung kann man nicht entgehen. Ich kenne aber Menschen, die der Bildung entkommen sind. Und das sind welche, die trotzdem eine ganze Menge wissen und können, merkwürdigerweise. Und ich würde gerne Sie fragen, in welchem Verhältnis eigentlich in Ihrer Denkfigur das Verhältnis von Bildung und Qualifikation oder von Bildung auf der einen Seite und Wissen und Können auf der anderen stehen, denn das sind ja doch unterschiedliche Dinge. Ich habe nicht vor, mich auf Ihre Unterscheidung einzulassen und mich doch in die Falle locken zu lassen, dass es so etwas gäbe wie einen richtigen, anerkannten, eindeutigen Begriff der Bildung, den ich dann unterscheiden kann von Ausbildung, von Qualifikation, von Wissen, von Können, sondern wenn ich schon genötigt würde, ungern, offen gesagt, genötigt würde, Bildung zu definieren, jenseits meiner Formel, die ja nichts heißt, Bildung ist die Kompetenz und der Prozess der Selbstkonstruktion des Subjekts, das sich dem Produktivitätsimperativ unterwirft. Und wenn Sie das in einer kurzen Formel haben wollen, von Pindar, werde, der du sein kannst. Das ist alles. Wie ich das mache, womit ich das mache, in welchen Dimensionen ich das mache, dem Begriff der Menschheit in meiner Person einen so großen Ausdruck als möglich zu verschaffen, um den Humboldt nochmal zu zitieren, das ist schon dem Humboldt egal. Tischlern oder Griechisch ist für ihn beides legitim. Graffiti in Kreuzberg an die S-Bahn zu schreiben, ist genauso gut wie ein Buch zu erzeugen. Das heißt, die Selbstkonstruktion und der Kern dessen, was Bildung ist, die Unterwerfung unter den funktionalen Imperativ, werde, der du sein kannst, reproduzier dich selbst, werd dein eigener, ist viel offener, viel anarchistischer, als die traditionelle Bildungstheorie uns wahrmachen will. Die tut ja so, als könnte man bestimmte Praktiken, in denen wir uns selbst konstruieren, als gut und richtig und andere als schlecht und nicht zuträglich auszeichnen. Das glaube ich aber nicht. Denn wenn Sie genau hingucken, dann funktioniert das nur unter der Prämisse, dass Sie eine bestimmte Lebenswelt und eine bestimmte, jetzt um Humboldts Ausdruck aufzunehmen, eine bestimmte Form des Geschäfts allein betrachten. Also den Gebildeten, der in Theater geht, der als Autor seiner Texte gilt, der gelehrt argumentieren kann, der sich über Schreiben reproduziert, der die Handarbeit meidet, der Kopfarbeiter ist, und der nebenher, damit er nicht verarmt, noch als Richter auf dem Richterstuhl sitzt oder gelegentlich Lehrer ist oder Arzt oder sonst etwas. Also das ist aber eine Unterscheidung, die mit dem gesellschaftlichen Syndrom hoher oder niederer Bildung zu tun hat. Und ich habe bewusst davon überhaupt keinen Gebrauch gemacht. Und ich würde auch diese Differenz nicht akzeptieren. Das sind sekundäre Zuschreibungen. Und hohe Bildung ist eine Stilisierung, eine elitäre Selbststilisierung bestimmter Milieus, die um nichts besser ist als die Fähigkeiten der Selbstkonstruktion, die, ich bleibe bei meinen Graffiti-Jugendlichen, stehen. Also ich würde diese Unterscheidung nicht machen. In den Komplex von Bildung, den ich meine,
gehen alle diese Elemente ein. Man ist für etwas qualifiziert, man disponiert über Wissen, man hat ein bestimmtes Können, man kann Praktiken nutzen und autonom einsetzen und beherrschen. Und wenn man klug ist, und das sind die meisten, die sich in diesem Bildungsimperativ unterwerfen, weiß man auch, du musst eine Arbeit finden, du musst Geld verdienen, du musst deinen Lebenslauf organisieren und du bist alleine dafür verantwortlich, es sei denn, du willst die Perspektive eines Kreuzberger Hauptschulabsolventen haben, der sagt, Hartz IV ist meine Lebensperspektive. Der ist in diesem Sinne nicht gebildet, weil er den Produktivitätsimperativ für sich bewusst negiert oder fahrlässig negiert. Das würde ich sagen.